Der SV Oberachern hat Respekt vor dem Freiburger FC. Mit 0:2 haben die Ortenauer das Hinspiel verloren. SV-Trainer Thomas Leberer hält den FFC für die fußballerisch beste Mannschaft der Liga. Nach zuletzt schwankenden Leistungen sind die Freiburger im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 7. Kurz nach dem Anpfiff gleich die erste Chance für Oberachern in Blau. Nach einem Patzer von Torwart Michael Walz können die Gäste die frühe Möglichkeit aber nicht nutzen. Nach knapp 20 Minuten Ecke für Freiburg. Und der Pfiff von Schiedsrichter André Huchthausen. Er entscheidet auf Handspiel. Eine harte Entscheidung. Volker Springmann versucht den Ball mit der Brust abzuwehren. Elfmeter für den Freiburger FC. Kapitän Matthias Mayer übernimmt die Verantwortung. Das 1:0 für den FFC in der 20. Minute. Mayer verlädt Torwart Dominik Bleich. Und der SV-Keeper bekommt kurz danach schon wieder zu tun. Ein Weitschuss von Elias Reinhardt. Bleich ist zur Stelle. Die Freiburger hatten im Heimspiel zuvor gegen Bühl erstmals auf ihrem neuen Kunstrasen gespielt und 5:0 gewonnen. Auch gegen Oberachern scheinen sie auf einem guten Weg. Bis in der Schlussphase der ersten Hälfte Fabian Schoch sein Können zeigt. Doch der Stürmer des Tabellenzweiten verfehlt zunächst das Tor. Wenige Minuten später scheitert er dann an Torwart Walz. Zur Halbzeit führen deshalb die Freiburger mit 1:0. Zeit für eine Pausenansprache von SV-Trainer Thomas Leberer. Die erste 20 Minuten war eigentlich okay von uns, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann haben wir individuelle Fehler gemacht, dann kann man natürlich Freiburg besser ins Spiel. Die Fehler wurden deutlich angesprochen, sagen wir es mal so. Und ich denke, es war dann in der zweiten Halbzeit von uns auch taktisch wesentlich besser. Und somit gab es eigentlich auch gar nicht so viele Chancen für Freiburg. Da hat Leberer wohl die Anfangsphase der zweiten Hälfte vergessen. Mit dem Schuss von Giuliano Reinhardt. Der Torwart Bleich genauso prüft, wie kurz darauf Bilal Dirani per Freistoß. Die Wende für Oberachern leiten Kapitän Tobias Meister und René Retsch ein. Nach ihrer Vorarbeit vollstreckt Fabian Schoch in der 67. Minute zum 1:1 Ausgleich. Nach mehreren gescheiterten Versuchen ist der Stürmer des SVO diesmal erfolgreich. Und möchte am liebsten gleich nachlegen. Torwart Michael Walz hat was dagegen. Eine Ecke für die Gäste bringt dann aber doch die Führung. Verteidiger Matthias Armbruster köpft das 1:2 in der 79. Minute. Den Freiburgern gelingt in der Schlussphase nicht mehr viel. Oberachern gewinnt im Dietenbachpark mit 2:1. Aus der Sicht von FFC-Trainer Ralf Eckert eine vermeidbare Niederlage. Wir haben heute 2:1 verloren. Das ist sehr unglücklich, weil wir eigentlich meiner Meinung nach so ab der 20. Minute einen tollen Fußball gespielt haben. Die Jungs haben es auch gut umgesetzt gegen Tabelle Zweiter. Das war dann schon eine gute Veranstaltung. Aber klar, 2:1 Niederlage, das darf man nicht verheimlichen, tut weh, klar. In dieser Runde steht nicht unbedingt die beste Mannschaft oben, sondern die Mannschaft, die am effektivsten ist und vielleicht auch am diszipliniertesten. Das sind wir. Wir kennen unsere Stärken, wir kennen aber auch unsere Schwächen. Freiburg ist fußballerisch eine tolle Mannschaft und die werden spätestens nächste Runde ganz oben mit dabei sein. Das ist eine junge Truppe, die nicht ganz so effektiv spielt. Die hat mehr Spaß am Spiel an sich wie an den Toren und deshalb haben wir heute eigentlich auch gewonnen. Wir haben ihnen den Spaß genommen und das hat dann auch eigentlich auch zum Erfolg geführt. Richtig viel Spaß macht Oberachern derzeit der Blick auf die Tabelle. Die Ortenauer sind weiterhin Zweiter, allerdings mit einem Spiel weniger. Tabellenführer bleibt der VfR Hausen nach einem 4:2 Heimsieg gegen Denzlingen. Auch Verfolger Bötzingen hat das Heimspiel gegen Bühl 2:1 gewonnen und bleibt dran. Am nächsten Wochenende kommt es dann zum Spitzenspiel. Oberachern empfängt Hausen. Die Begegnungen sind immer eigentlich auf Augenhöhe und sehr spannend. Und ich hoffe, dass nächste Woche das Wetter besser ist, ja, dass wir nicht ganz so arg frieren. Und dann haben wir hoffentlich ein richtiges Spitzenspiel. In der Verbandsliga Südbaden bleibt es also weiter spannend. Die Meisterschaft wird wahrscheinlich erst ganz zum Schluss entschieden.